Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Es wird ja jetzt so ein bisschen so dargestellt, als würden wir im Nachhinein versuchen, etwas, was ursprünglich mal verabredet war, jetzt wieder umzudrehen, damit wir keine finanziellen Belastungen haben, beziehungsweise die Leute mit der Verpflichtungserklärung wieder entlastet werden. Das ist ja nicht so. Als es losging mit den Verpflichtungserklärungen, hatte sich zum Beispiel, da kann natürlich ein einziger Politiker falsch informiert worden sein, ein Bonner Bürger bei einem Bonner Kommunalpolitiker gefragt, wie sieht denn das aus? Habe ich denn in meinem Leben lang diese Verpflichtungserklärung? Und dieser Politiker hat geantwortet, nein, kannst du machen, passiert überhaupt nichts. Wenn das Asylverfahren durch ist, endet die Verpflichtungserklärung automatisch. Darauf hat sich zum Beispiel dieser Bonner Bürger verlassen. Und ich denke, das war auch allgemeines Wissensgut, was herrschte. Wir haben vielen mit der Verpflichtungserklärung einen Bärendienst erwiesen. Zum Beispiel der kleine Restaurantbesitzer aus Münster, der selbst eine fünfköpfige Familie hat und die sechsköpfige Familie seines Bruders aufgenommen hat. Die psychische Belastung mit 11 Leuten in einer Dreizimmerwohnung über viele Monate kamen zu den immensen Kosten, die er sich so gar nicht ausgerechnet hatte. Gott sei Dank Münster, das heißt, das Asylverfahren ist genehmigt worden und danach wurde die Situation entspannt. Aber dieser Mann, der hat sein Restaurant verloren, ist jetzt hochverschuldet und kann noch durch diese Schulden noch nicht mal eine neue Verpflichtungserklärung unterschreiben, um seine kranke Mutter, die als Letzte verblieben ist, aus Syrien herauszuholen. Diese Landesaufnahme ist letztendlich eine Lösung für Reiche und dementsprechend kann sie nicht ausreichend sein. Denn was bleibt für die anderen? Zum einen haben wir ganz absurde Situationen. Da ist ein Syrer hier in Deutschland, der Asylantrag ist durch. Er hat die Familienzusammenführung genehmigt bekommen. Er hat alle Unterlagen. Diese Unterlagen sind zu den entsprechenden Konsulaten geschickt worden. Und da sitzt jetzt seine Frau mit den 3 kleinen Kindern im Nordirak in Erbil und geht dort tagtäglich wieder die zig Kilometer zum Konsulat, bis sie schließlich dann die Antwort bekommt, ja, für das Visum müssen Sie nach Ankara. Eine Familie ohne Geld soll zig Kilometer nach Ankara durch IS-Gebiet. Herzlichen Glückwunsch. Die Alternative für die anderen ist die Flucht über das Mittelmeer. Wir haben jetzt gestern und heute schon mehrfach die Reise, die ich und einige geschätzten Kollegen gemacht haben, nach Italien und Griechenland angesprochen. Wir waren dort vor Ort. Da war ein privates Museum von einem Aktivisten auf Lampedusa und wir haben diese unzähligen großen, kleinen Schuhe gesehen, Milchflaschen, Schwimmwesten, Bibeln, alles Treibgut. Das ist die Alternative für die Leute, die verzweifelt sind und kein Geld haben. Hier und heute haben wir es natürlich nicht in der Hand, die ganz großen Würfe zu machen. Was brauchen wir? Das Auswärtige Amt muss endlich aus dieser Schockstarre heraus und massiv Personal in den Konsulaten und Botschaften aufbauen, damit die Sachen auch irgendwie abgearbeitet werden können. Wir brauchen sichere Korridore, zumindest für die Menschen, die 100% hier auch mit Asyl rechnen können. Und das sind eben unter anderem die Syrer und die Eritreer. Über die anderen Flüchtlinge, die zu uns kommen, weil wir in den letzten Jahrhunderten und auch aktuell die Wirtschaft in deren Länder kaputt gemacht haben, da brauche ich jetzt an der Stelle gar nicht zu sprechen, zum Beispiel Ghana. Einen ersten Schritt können wir hier machen. Die Verpflichtungserklärung darf für die Menschen, die helfen wollen, nicht zur Falle werden. Deshalb ist diesem Antrag unbedingt zuzustimmen. Ich habe nur leider die Befürchtung, die Herr Dr. Stamp auch gerade schon angesprochen hat, der Bund wird es sich zukünftig dreimal überlegen, bevor er bezüglich einer Genehmigung der Landesaufnahme Ja sagt. Vielen Dank.